Wo bist du? Oh, shit, Alter. Will ich sein? Nein! Wer? Nein, noch nicht, noch nicht, noch nicht, noch nicht. Ich bekomme dich noch. Nein! Ich bekomme dich! Boah, what? Verdammt! Hallo, ihr Lieben. Seid herzlich willkommen zu endlich einer weiteren Ausgabe von GTA Online Action. Vorsicht, dein Geisteszustand ändert sich. Andere Spieler bekommen mehr RP dafür, wenn sie dich umbringen, solange dein Geisteszustand Level hoch ist. Ich hab doch gesagt, es gibt einen Geisterzustand. Was ist das? Das ist nicht Geisterzustand, Geisteszustand, Kev. Das ist was anderes. Herzlich willkommen zurück, meine lieben Jungs. So geht der online. Wir hatten eine dreiwöchige Aufnahmepause, eine Woche auch keine Aufnahme, weil ich war im Urlaub, dann war Kev im Urlaub. Jetzt sind wir wieder da und ich bin ganz... Es gab ein Update in GTA Online. Ich bin richtig... Ich denke, was ist denn los hier? Gegenfrage, Kev. Was ist denn los mit dir? Bei mir ist alles gut. Ihr seht das. Frisur, alles noch top, wie im Urlaub. Alle top hier, wow. Alles auf Bena, hat ihre Haare immer noch nicht geschnitten. Nee, aber die Zeit fehlt einfach. Das ist das Ding. Ich habe mir heute schon wieder gedacht, ich wollte zum Friseur, ja, konnte ich nicht. Ja, na klar, die Zeit. Ohne Spaß. Ich war zu spät zum Aufnahmetermin, Kev, weil ich habe deinen Post hatte. Gesehen. Die ganzen Fangirls wollten nicht, dass du schneidest. Die wollten das nicht. Ich habe noch niemals so viele Neins gesehen. Ja, das stimmt. Ich habe auf Instagram und auf Twitter geschrieben, ja, hier so verschiedene Bilder. Mal ein bisschen mit euch gespielt, so hier Haare hier und mit so einer Schere. Mal so fotografiert. Alles schön. Nein, nein, in Caps Lock. Nein, ich bring dich um, wenn du das machst. Alles habe ich gelesen. Und war, steigt dich ein, jawohl. Aber die Haare kommen so oder so ab. Frage ist nur, wann ich die Zeit dafür finde. Scheiße, ich komme hier nicht raus, wo ich gerade bin. Das ist ein ganz ein bisschen blöd hier. Wo bist du? Ich bin am Arsch. Und die sterben auch alle. Andere Spieler bekommen mehr RP dafür, wenn sie dich... Ich verstehe das nicht. Wenn ich doch sterbe, dann kann ich nicht noch anfälliger werden. Nee. Ich glaube, wenn du viele Spieler tötest, dann bist du so ein Wahnsinniger. Alter, das ist... Oh, ich habe gerade auch drei Leute gleichzeitig getötet. Dann zählst du so als Wahnsinniger und dann sagen die so, ja, den kann man halt leicht, den darf man töten oder so eine Art. Das ist, glaube ich. Ist eine schöne Bardame. Okay, was haben wir heute vor? Wir haben nämlich wieder was ausgepackt. Und zwar hatten wir ganz damals, für alle, die sich noch erinnern, eine Umfrage gestartet, welche die geilste Challenge war, die wir auf jeden Fall wiederholen sollen. Und ganz viele haben geschrieben, wiederholt auf jeden Fall Fallschirm versus Flugzeug. Und das werden wir jetzt tun. Ich hab schon Heli, ich kann Fallschirm machen, wenn du willst. Perfekt, ich bin jetzt in einem Auto und da hat jemand Stampel neben mir. Oh oh. Ja, ich flieg schon ganz hoch, also mega nebelig. Das ist natürlich ein Vorteil jetzt für mich, aber das ist gleiche Bedingungen für alle, Kev, also. Wichtiger Vorteil, gleiche Bedingungen für alle. Und wir wollten eigentlich Xing Shang Shang machen. Ja, aber ich bin nicht schon im Heli. Ich sagte, ich wollte eigentlich mit Flugzeug fliegen und wollte Xing Shang Shang extra gewinnen. Wir hatten eigentlich vor der Aufnahme gesagt, wir machen gleich Xing Shang Shang. Aber ja, so gefreut, jetzt bin ich im Heli, ja. Jetzt ist das so. So, ich bin sogar meine Sachen losgegangen. Ich bin schon fast Level 30 bald, weil wir vor dem Urlaub so viele Spiellisten gemacht haben. Spiellisten werden wir auch in der nächsten Folge dann wieder machen. So ist es. Ach so, Leute, könnt ihr bei mir nochmal in die Kommentare vielleicht schreiben, wie ihr das jetzt findet? Hört man nicht von Sound irgendwie schlechter? Ist es genauso oder wie ist es? Weil, mal, ich habe jetzt dieses Stand... Wo ist das schon? Flugzeug? Tischstativ, ja, ich bin jetzt gleich in einem Flugzeug drin. Ich habe jetzt dieses Tischstativ hier, wo auch der kleine Geilo-Kev drin ist, der aus Knete mir gebastelt wurde. Der sieht cool aus. Check mal Kev die Folge aus, der hat so ein Geilo-Kev hier im Mikro. Und ich weiß jetzt nicht, ob der Sound sich vielleicht schlecht anhört. Ey, lol! Was? Kurz bevor ich in einem Flugzeug gestiegen bin, habe ich jemanden getötet. Oh, Kev, du hast den öffentlichen Server gewählt, mein Lieber. Du hast es gemacht. Jetzt musst du, ne? Jetzt lebst du. Wir wollten aber mit den Leuten. You have to face the consequences, Kev. You have to face them, okay? Alles klar. Okay, alles klar. Was dumm ist, ich bin jetzt wieder außerhalb. Also ich bin in meinem Heli und bin sehr zufrieden. Es macht sehr viel Spaß hier. Ich warte hier einfach und es ist wundervoll. Also der Himmel, er ist schön. Ich würde sagen, wir spielen, auch wie man klassisch bei Xing Shang Chong immer spielt, Best of Three. Okay, Best of Three. Das heißt, wir machen jeder... Best of Three, wie willst du denn Best of Three machen? Ja, das heißt, wenn du jetzt... Du meinst Best of Five. Nee. Du meinst Best of Five. Meine Best of Three. Best of Three wären nur drei Versuche. Ja. Also das wäre nur nicht für jeden drei Versuche, sondern insgesamt dreimal. Ja. Das wäre dann so hier, dann springe ich ja zweimal und du nur einmal. Und der zuerst zweimal gewonnen hat, der hat gewonnen. Dann kannst du schon noch zweimal vorbei sein. Dann machen wir Best of Vier. Das gibt's nicht. Doch, das gibt es. Nein, Best of Vier gibt's nicht, weil dann kannst du mal 2-2 sein. Jeder von uns springt zweimal. Du meinst, wer zuerst drei hat, das meinst du wahrscheinlich. Nein. Doch, wer zuerst dreimal gewonnen hat, das meinst du, mein Lieber. Und das ist Best of Five. Nein, das ist Best of Five. Das meine ich aber nicht. Doch, du meinst Best of Five, mein Lieber. Kev, du meinst Best of Five. Wenn du es nicht denkst, dann werden es die Leute in den Kommentaren schreiben. Und ich werde langsam ungeduldig hier oben. Ich bin so hoch, Kev. Ich bin so unglaublich hoch. Und
Achso, du hast ihn mal erledigt, ich dachte schon. Kev, steig bitte einfach ein und flieg los, okay? Also ich fahre jetzt auch gerade, ich muss nur noch abheben. Okay, okay. Sobald du abgehoben bist, spring ich. Warte, lass mich ein bisschen hochkommen. Nee, Kev. Bei dir kommt heute gar nichts mehr hoch, verstanden? Oh, wenn du wüsstest, den allein. Wenn du wüsstest. Okay. Die Leute wissen jetzt, was Sache ist. Ja, warst lang genug im Urlaub, Kev. Jetzt erstmal Pause. Was will ich? Ich sehe dich gar nicht. Ja, ich bin so weit oben. Was soll ich denn tun? Weißt du, hier sind drei Leute bei mir drin. An der Kante. Die denken, was bin ich denn für ein Spasti, denken die sich, ja? Du bist an der Kante von der Insel. Ich bin einfach, keine Ahnung, weißt du? Ja, guck mal auf die Map. Ja, bin ich. Gut, dann bist du nämlich der Einzige mit den blauen Umrandungen. Spring durch. Okay, ich springe. Ja. Oh, yalla! Okay. Sehe ich dich nicht. Ich komme. Wann muss ich den Fallschirm zünden? Ja, schon direkt. Nein, da bin ich viel zu hoch für. Nein, dann doch. Dann dauert das so ewig. Du bist ewig. Okay, drei. Alter, das dauert richtig ewig. Weißt du, ich hab keinen Fallschirm. Ich hab das Gefühl, ich komme dir nicht mal näher hier. Ich weiß gar nicht, was hier passiert, weißt du? Wo bist du denn, Kev? Ich sehe dich nicht. Ja, aber es wird eh erst relevant, wenn man weiter unten ist. Von daher. Alter, ich fliege einfach ewig lang. Ich sehe dich gar nicht. Ach, Kev, ich kann mich zurücklegen. Kann mir nochmal durch die Haare gehen. Was? Ja, mich nochmal zurechtzupfen hier. Alter, ich komme einfach nicht runter, Kev. Du kannst nicht mal so hoch fliegen. Das macht gar keinen Sinn, das jetzt schon hier rauszupacken. Da braucht man Disziplin, um so hoch zu fliegen. Und die hast du nicht, Kev. Die hast du nämlich nicht. Was zum Henker? Bin unter dir, aber ich... Ja, ich sehe dich. So, jetzt habe ich falsch schon offen. Okay. Ja. Komm doch, Kev. Schnelle Kurve. Nein, nicht fahr weg, Oscar. Komm doch, Kev. Du bist so weit unter mir. Ja, ich sehe dich auch. Ich fliege übelst hoch. Ich sehe dich noch nicht mal. Los, komm, Kev. Muss auch sagen, mein Flugzeug, das raucht leider. Das Flugzeug. Wieso raucht es denn? Hast du wieder irgendwelche Leute provoziert? Die waren böse. Ja, Kev. Tralala, sag ich dir da. Da bist du doch. Endlich, da sehe ich dich. Na, Kev? Denkst du, da wird was? Ich glaube, da wird nichts. Du stürzt einfach runter. Nein, es brennt. Du brennst? Es stürzt ab. Kev, was machst du denn bitte? Es stürzt ab. Ich sehe das. Ah! Wie scheiße, nein! Spring über ein anderes Flugzeug ab und hol wieder. Wow, ich werde auch abgeschossen. Verdammt! Wie kann ich mich denn hier in Passivmodus bringen hier? Oh. Passivmodus aktivieren. Oh, ich komme gar nicht mehr hoch, Dena. Ja, dein Pech. Oh, da hast du mich fast getroffen. Ich flieg dir ein bisschen nach, Kev. Ich glaube, das wird leider kein Punkt für dich in dieser Runde. Ey, das werden wir noch sehen. Ich mache jetzt hier den Mogambo, den Hakuna Matata. Ich bin gespannt, Kev, ob das was wird, aber ich glaub's einfach nicht. Oder kommst du? Das ist voll fies, dass du mir darfst nicht entgegenfliegen. Ich mach gar nichts. Ich flieg nur. Ich guck nur, wo du bist. Aua, aua, aua. Es wird auch auf mich geschossen. Aber ich habe extra ausgestellt, dass ich bin Passivmodus. What the fuck? Nein! Abgestürzt? Es stürzt ab! Ja, Kev, dann. Oh, Kev, dann stürzt doch wenigstens über einem anderen Flugzeug ab. Oh, Kev, du wirst sterben! Ich sehe das doch! Oh mein Gott! Wo bist du? Hier! Alter, Kev, was hast du denn für ein Flugzeug, bitte, ja? Ich sehe dich nicht! Ja, bin hier! Ich sehe dich aber. Also, ich glaube, dass du das Flugzeug da bist. Ich flieg hier einfach. Hier, unter dir, über dir. LOL! Mein Triebwerk ist ausgefallen! Mein Triebwerk! Dina! Oh, Kev, du wirst sterben! Mein Triebwerk, guck dir das an! Nein! Ich seh das, Kev! Es will nicht mehr! Lass mich in Ruhe! Ich hatte gar keine Chance! Ja, Kev. Weil du alle provoziert hast. Ja, mach dir einen Passivmodus rein, lieber Kev, ja? Hab ich jetzt gemacht. Sehr gut, Kev. Tja, ich würde sagen, steht trotzdem 1-0 für mich. Das ist so mies! Ich zeig dir jetzt, wie einfach das ist, ja? Ja, vor allem werde ich auch nicht so hoch sein wie du. Du machst nämlich ein reines Zeitspiel, das kennen wir schon von dir. So. Ja, ist mir egal, wie hoch du fliegst. Ich sag dir, ist eh egal, wie hoch man fliegt, weil erst die letzten paar Dings bla halt relevant sind überhaupt. Ich habe das Gefühl, dass GTA seit dem letzten Update ein bisschen laggier geworden ist. Ich habe das Gefühl, ich bin schlecht geworden. Ich bin Kev. Nein, ich meine, weil man, wenn man die Leute einsteigen sieht, dann haken die manchmal so. Ist das mir noch nicht aufgefallen. Am letzten Update noch nicht so fleißig, aber man langt dann einfach noch kacke. Vielleicht sind deine Augen auch noch ein bisschen von Sand verstopft durch den Urlaub, meine keine Ahnung. Das wäre eigentlich geil. Lässt er auf mich an. Sand verstopft. Ich dreh ab. Ich bin viel zu busy. Geh dir allein. Ich hab den... Alter, wow, hier explodiert gerade alles. Hast du ein Flugzeug? Ja, aber ein Scheißflugzeug, aber ist mir egal, ich mach dich trotzdem kaputt. Ja, da auch ein Scheißflugzeug, du wirst so spielen, mein Freund. Wow, Alter, die fahren hier mit dem... Kev, sag mal hallo. Oh nein! Verdammter Spasti hat mich gekillt. Ich bin im Passivmodus, er hat mich halt trotzdem gekillt.
Okay, wer hatte die Idee, auf einem öffentlichen Server zu spielen? Wer war das? Wer war das? Wer war das? Das macht Spaß mit den Leuten. Ich wollte mit der Community spielen. Dena, der möchte das nicht. Der möchte mal für sich selbst. Der ist nicht To The Streets. Dena ist abgehoben. Er möchte mal Privatmodus spielen bei GTA Online. Ja. Alter, die Polizei ist richtig verrückt hier. Oh mein Gott. Oder sind eigentlich verrückte Menschen? Ja, auf der, ich glaube, die sind so markiert mit irgendwas. Ey, bitte, das ist mein Auto. Bitte. Nein. Ich sehe manche, die sind rosa, manche sind rot. Weiß auch nicht mehr, was Sache ist. Ich weiß auch nicht mehr. Könnt ihr uns ja mal, aua, in die Kommentare schreiben. Alter Schwede, die Polizei ist richtig verrückt geworden hier. Das ist unglaublich. Alter, bleib stehen. Bleib stehen, jawohl, bleib stehen. Aua. Die schießen hier auf alles, Alter. Lalalala. Ich komme hier am Polizeiauto und bekomme nur einen Stern. Oh, zwei Sterne. Los, Dena. Alter, alle schießen auf mich. Ja. Sorg dir endlich was. Bin ich schon. Aua. Kopfgelenk. Aua. Scheiße. Das ist klarer Himmel. Du hast einen Vorteil. Klarer Himmel. Ja. Stimmt schon, aber ich kill dich so oder so. Egal, weil wie der Himmel ist. Das ist jetzt eigentlich für mich persönlich irrelevant geworden. Weil ich bin einfach, weil ich so schön bin, so schlau bin, so absolut unglaublich. So schlank und rank, so heißt das doch. Ich keine Ahnung, ich kenne das Lied irgendwo her und es ist dann ein bisschen wieder und weiß nicht woher und ob das richtig ist. Hier sind keine Flugzeuge. Das ist doch hier von Space Taxi. Wow. Ah, das ist ein. Hi. Das ist ein cooles Flugzeug. Space Taxi to the sky. Echt, daher kommt das? Ja, weil ich. Ach, ich habe da schon irgendwo jemanden mal gefragt vor kurzem. Vielleicht sogar Simon. Aua. Das ist von diesem Film. Ich weiß nicht, ob das. Hier ist so ein richtiges Scheiß-Ding, Alter. Ja, nimm es. Aua, und da hinten schießt jemand. Echt? Alter, der Spaß, die hat mich hier rausgeworfen. Manchmal denke ich, was ist das für ein Dummkopf? Mann. Manchmal denke ich, die Mitspieler seid alle komplett dumm. Jetzt schießt er mich raus. Der schindet nur Zeit. Ich schinde kein bisschen Zeit, Kev. Kein bisschen Zeit, sag ich dir. Ich sag dir, wer hier scheißt. Du hast die Idee. Wer hier scheißt, ne? Ja. Ich sag dir, ich versuche hier alles. Mein menschenmöglichstes Blabla mache ich hier. Und ich bin extra im Passivmodus. Ich werde trotzdem die ganze Zeit gekillt, obwohl ich im Passivmodus bin. Das ist richtig scheiße einfach. So, steige ich ein hier wieder, hole ich mir ein Auto. Weißt du, der Typ, der mich gerade gegen gekillt hat, will jetzt bei mir einsteigen. So ein Asi. Das war auch vorhin bei mir so. Ein Typ, den ich habe bei mir einsteigen lassen, den ich habe mitfahren lassen, auf einmal tötet er mich. Aber ja, so. Jetzt fahren die mir nach und schießen auf mich und machen meine Reifen kaputt. So, ich hier hoch. Ich habe nichts gesagt. Keine bösen Wörter hier. Keine bösen Wörter, ja? Bei denen gibt es keine bösen Wörter. Never, ever. So hoch. Ja, unfassbar. Ja, du kannst gleich rausspringen, sag ich dir. Ich sehe schon meinen Jet. Der steht für mich bereit, wartet nur auf mich. Was und ist auch Jet? Niemand in der Nähe. Ja, hier steht so ein Learjet, den hole ich mir jetzt. Aber der ist nicht so gut zu lenken, das heißt, er ist eigentlich nicht gut für die Challenge, aber Kev, ich hole dich mit allem runter. Das sagen sie alle, Das ist einfach, das ist keine Chance. Da sag ich mal so, da steige ich ein, da fliege ich los, da fliege ich hoch, da ball ich dich weg. Sobald du in der Luft bist, den allein, kannst schon starten, kannst schon starten. Ich bin auf der Startbahn. Mach schon, Kev, okay? Ich falle! Bist du über dem Flugplatz? Ja. Okay, Alter, was passiert da für einer? Da ist einer runtergefallen. Ich falle. Aber das bist nicht du, Kev, ne? Das bist du nicht. Bam. Nee. Soll ich ab den Wolken zünden? Oh, Alter, ich werde abgeschossen von irgendwelchen Spasten. Obwohl ich ein Passivmodus bin, das geht eigentlich gar nicht. Dena, bin ich rausgestiegen? Ja, ich kann hier nichts gegen machen. Es sind erschwerte Bedingungen, aber die Spasten schießen mit Raketen auf mich, Alter. Richtige Hurensöhne. Aber richtige Dummköpfe, meine ich. Dena, ich bin jetzt ab den Wolken zündig. Ja, ist mir egal, wo du zündest. Bist du aber genau beim Flugplatz, meine ich nur? Ja. Na, ich sehe es. Ich zünde jetzt schon, sicherheitshalber. Okay. Ich versuche zu dir zu kommen, aber ich muss immer ausweichen, irgendwelchen Blöden. Eigentlich müsstest du hier irgendwo über mir sein. Siehst du mich? Nee. Wieso bist du eigentlich der einzige blaue Punkt, glaube ich? Also ich sehe dich, aber. Also oh, mich nicht. Oh, ich stürze fast ab. Aber du müsst eigentlich über mir sein. Richtig! Okay, aber du bist so weit oben, ne? Alter, bin ich ja richtig weit oben. Ah ja. Oh, jetzt ruft noch Martin an. Ich habe keine Zeit für diese Scheiße. Darf ich nach unten drücken? Nee, ne? Doch, darfst du jetzt. Aber nicht, wenn man ganz unten ist, dann nicht mehr. Aber am Anfang darf man das, okay? Weil das dauert dann zu lange. Ich habe es auch am Anfang ein bisschen gemacht, aber am Ende nicht mehr. So, jetzt wird die Textur langsam geladen, das reicht. Ich flieg so ein bisschen meine großen Runden. Weißt du, du musst da so ein bisschen große Runden. Ah, ich sehe dich!
Oh, ich seh dich nicht! Ich seh dich! Oh. What the fuck? Das war schon knapp, das war schon knapp, Kev. Ich sag dir, du musst immer bedächtig sein, weißt? Von Firma her halt. Du weißt nur, dass du dein Knie verdreht hast. Na, glaube ich nie. So, ich guck nach. Gelenkstar. Ich drücke nicht nach unten, Freund, ich drücke nur nach links. Wo bist du, wo bist du, wo bist du, wo bist du? Ah, du bist schon so weit unter mir. Oh, Scheiße. Ja. Scheiße. Oh, jetzt war ich zu weit unten. Verdammt, hast du gesehen? Ja, ich sehe dich. Ich sehe dich, Baby. Vorne bist du. Wow, wow, was tue ich? Oh, mein Gott. Bin fast abgestürzt. Oh, verdammt, nicht ins Meer stürzen. LOL. Scheiße, wo bist du, wo bist du? Wie hoch bist du? Hoch genug. Okay. Ich hab fast jemanden. Gegen's Haus. Nee, da unten ist er. Nee, das bin ich nicht. Genau über dir. Ah, ja, ich sehe dich, ich sehe dich, ich sehe dich. Ah, oh, Mann, da komm ich jetzt aber gerade nicht ran. Ah, ich sehe dich, ich sehe dich, ich sehe dich. Okay, jetzt bin ich ungefähr auf einer Höhe, wenn ich jetzt drehe. Der dreht halt scheiße lange, ne? Aber ich hatte beim ersten Mal was gehabt. Das muss doch noch zu schaffen sein, ey. Wieso kann ich keine Pistole ziehen? Blick mir nicht nach. Blick mir nicht nach. Oh, oh nein, ich bin abgeschossen. Oh. Wie knapp. Oh, jetzt bin ich wieder abgeschossen. Was zum Henker? Vorsicht! Verdammt, ich wurde getroffen. Da sehen wir das Battle. Ich bin runtergefallen. Aber solange du nicht auf dem Boden bist, kann ich dich noch bekommen. Alles klar? Wie, aber nicht mit der Waffe. Probiere ich aber. LOL! Jetzt werde ich mit Raketen abgeschossen. Ich bin im Passivmodus im Falschen, da kann mich gar nicht anvisieren. Tja, da muss man ein bisschen aufpassen, ne? Das sollte er zumindest nicht können. Warte. Wollen wir jetzt ein bisschen ein Auto holen? Kann er dich anvisieren oder nicht? Nee. Ja, also ich höre keinen Beep, Beep, Beep. Nein! Komm jetzt im Heli! Aber mich konnte der anvisieren, obwohl ich im Dingsmodus bin. Ich habe keine Ahnung, wie das so ist, ey. Wow! Nein, LOL! Echt keine Ahnung. LOL! Bist du tot? Ja, im Passivmodus. Hä? Ich hab mit dem Rotor einfach mein Fallschirm gekappt. Das ist richtig merkwürdig, Alter. Das Ganze funktioniert einfach. Merkwürdig. Okay, ich würde sagen, wir machen einen letzten Versuch jetzt aber einmal. Nee, gar nicht. Eigentlich habe ich schon gewonnen. Nee, gar nicht. 2-0 ist ja nur. Stimmt. Ja, aber du hast auch nicht geschafft. Aber ich sage, wir machen noch mal einen letzten Versuch, okay? Einen letzten Versuch, entgegen aller Widrigkeiten. Wer ist, machen wir jetzt aber mit Schnick, Schnack, Schnuck, okay? Genau. Alles klar. Wir sagen es einfach jetzt hier rein. Auf drei sagen es war Stein, Schere, Papier. Okay. Stopp, ich will einsteigen. Okay, warte. Kann ich den rauslassen? Zieh den mal raus. Hab ich. Also der ist von selbst ausgestiegen. Jetzt bin ich drin. Fahr. Sehr gut, Alter. Was ist das für ein geiles Auto? Auf jeden Fall sagen wir auf drei Stein, Schere oder Papier. Wow. Okay. Alto Belli! Alter, das ist richtig geil. Was war das für ein Speed, Junge? Keine Ahnung. Das ist ja eine krasse Beschleunigung. Okay, auf drei sagen wir Stein, Schere oder Papier. Ja, ja. Eins, zwei, drei. Papier. Okay. Nochmal. Eins, zwei, drei. Papier. Stein. Nein! Mist! Das heißt, ich Fallschirm oder du? Das heißt, ich fliege. Ja, das heißt, ich Fallschirm? Ja. Yeah. Lol, das war eigentlich das, was ich mir ausgesucht hätte, wenn ich gewonnen hätte. Wäre sowieso gut. Ja, es hat mehr Gewinnchancen, aber ich habe mehr Lust auf das andere. Hey, dann bring mich aber dahin oder lass es mir das Auto. Ja gut, fahr du und das Auto? Ja, ja. Wow. Pass auf, der explodiert. Das ist gefährlich, Kev. Das ist gefährlich, wirklich gefährlich. Da kannst du nicht durchfahren. Lol, hinter mir sind Bullen. Wir haben zwei Sterne. Wir sind am Arsch. Verdammt. Und dann ist einfach alles kaputt. Alter, was für eine Chaos-Folge. Kev, Challenges müssen wir einfach in Zukunft wieder auf privat machen. Ich glaube, wir müssen wirklich mal Challenges auf privat. What the fuck? Ich lebe auch. Keine Ahnung, was das war. Keine Ahnung, was das war. Die nächste Challenge machen wir definitiv wieder auf dem Privatserver, Freunde. Das ist sicher. Alter Schwede, was war da denn los? Oder wir machen es so, dass wir auf einen Clan-Server gehen, weißt du? Wo nur Clan-Leute rauf können. Das ist ja jetzt auch nur Clan-Leute, wenn du guckst. Echt? Und die machen alle so viel Unsinn? Alle nur Dena und nur Kevs. Na, ein paar andere sind auch da. Ja, aber ganz wenig. Die machen, glaube ich, die Braten jetzt nicht fett. LOL. Ja, okay. Naja, doch, sind schon jede Menge. Aber ich meine, killen uns denn auch Dena und Kev, Leute? Dann müsste man vielleicht mal sagen, dass wir nicht mit uns spielen, uns bitte jetzt nicht sinnlos killen. Ich meine, das sollte eigentlich selbstverständlich sein. Wie können die mich jetzt überhaupt anvisieren? Ach, weil hier noch andere im Flugzeug sind, deswegen. Wahrscheinlich. Aber ich fliege einfach über dem. So, ich steige jetzt in meinen Jet ein. Aber ich sehe schon, dass da hinten jemand ankommt. Sobald du fliegst, fliege ich raus und direkt Fallschirm. Okay. Warte, ich muss erst mal einsteigen, ohne dass mir jemand, also jemand folgt mir schon, was schon mal schlecht ist. Oh. Mir folgen zwei, das heißt, ich kann anvisiert werden, was mega scheiße ist. Aber das sieht erstmal nicht schlecht aus. Fuck.
Ich habe mich schon fast mein Flugzeug zerstört. Jetzt fährt mir eine Polizei hinten rein. Ich weiß nicht, ob ich jetzt überhaupt noch abheben kann. Oh. Ich versuche es natürlich. So, bin in der Luft. Heb ab! Oh Mann, dieser Sonnenuntergang erinnert mich an meinen Urlaub. Alter, geht so viel kaputt einfach nur. Was ist los in dieser Welt? Was ist vor allem los in dieser Folge? Ach, du bist schon in der Luft. Ja, ja, ich werde schon wieder abgeschossen. Ich versuche auszuweichen, aber es wird schwer. Darf ich springen? Ja, du kannst springen. Ich bin raus. Stopp. Ah, sind raus. Ja, ja, ist egal. Ich hab's geschafft. Aber ich weiß nicht, wie lange ich den ausweichen kann. So, ich drücke schneller oben, wie lange ich in der Luft bleibe. So. Mhm. Also, ich drücke auch nicht nach unten. Ja, nein, ja. Oh! Wo bist du ungefähr? Ich. Bist du schon über... Über den Flugplatz, Mitte. So in der Höhe, wo ich schon hin kann oder noch nicht? Du kannst sehen, ja. Okay. Ah, ich sehe dich, glaube ich, schon da oben. Ich sehe dich schon da oben. Du da unten? Ich glaube, ich sehe nur... Ah, das sind zwei. Welche Farbe hast du? Ich bin Regenbogen. Okay. Du bist Champ. Oh! Lol! Ich bin ja schon richtig nahe gekommen. Ich bin ja auch schon richtig nahe gekommen, Kev. Nee, niemals. Das war nicht nah. Nein, niemals. Das war schon richtig nah, Kev. Das war schon nicht schlecht. Das war schon nicht schlecht, mein Lieber. Klar? Hast du verstanden? Ich muss nach unten drücken, gleich. Das war knapp, Kev. Da muss ich gewackelt haben von meinem Wind hier. Achso, hier sind zwei Regenbogen drauf, sieht gerade. Also das Ding ist, ich muss ein bisschen lenken, weil ich finde das gerade geil. Komm schon, wie kriegst du nicht? Niemals. Okay. Bei dir, blinde Kuh. Ah, Kev, ich hab gleich... Verdammt. Nee, ganz. Bist du der? Nee, hier sind zwei Regenbogen. Nein, ich war der Erste. Aber ich bekomme dich noch. Doch, locker, flockig. Sollte ich jetzt landen, habe ich die Challenge gewonnen, oder was? Scheiße, ja. Hast du dann. Verdammt, wo bist du? Bist du unter... Ah, du bist unter mir. Bist du schon fast auf dem Boden? Wow. Bist du schon auf dem Boden? Ich bin über dir. Scheiße, nein. Sag nicht, dass ich knapp verpasst hab. Nee, gar nicht. Ich hab nur einen Schatten gesehen. Wow. Ein Falsch bin ich fast untergezogen. Fuck. Jemand will mich abschießen. Oh nein, bitte schieß mich nicht ab. Man muss runter. Ich bin noch viel zu jung, um zu sterben. Ich muss auch noch Kev töten. Nein. Nein. Seh dich da. Wo? Wo bist du? Oh, shit, Alter. Seh dich da. Nein. Wer? Nein, noch nicht. Ich bekomm dich. Oh, verdammt. Nein. Ist das knapp. Scheiße, Alter. Ich würde sagen, geht die Challenge an mich, oder was? Es sei denn, ich krieg dich jetzt noch gekillt, aber ich glaube, ich schaffe ihn leider nicht. Was? Darfst du ja mit Waffe killen? Nein, schaffe ich nicht. Aber wenn ich noch ein Flugzeug finde, aber ich glaube, das schaffe ich nicht. Oh, ich bin fast gestorben. Ein Fallschirm hat mir verheddert von einem anderen. Aber ich lebe. Ich habe mich nur ein bisschen runtergestoßen. Na gut, dann hast du wahrscheinlich gewonnen, weil ich schaffe das nicht mehr in den Flughafen rein. Jetzt! Scheiße. Mann, ich kann dich nicht mehr killen, weil ich ein passiven Modus bin. Yeah, gewonnen! Bist du gelandet? Okay. Ah, Kev, dann würde ich sagen, hast du auf jeden Fall diese Challenge gewonnen. Ihr habt gesehen, das war mal wieder extrem schwierig hier bei dieser Challenge, hier überhaupt irgendwie was hinzubekommen. Die nächsten Challenges machen wir auf jeden Fall wieder im privaten Modus. Ihr könnt uns gerne Challenges dafür unten rein in die Kommentare schreiben. Wir machen aber auch öffentlich natürlich weiter, und zwar Spiellist. Und das kommt in der nächsten Folge. Die kommt übermorgen auf unseren beiden Kanälen, auf Kevs Kanal und auf meinem Kanal. Kevs Kanal ist unten in der Beschreibung. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr freut euch, dass wir endlich wieder GTA machen. Also ich freue mich erst endlich, weil es war schon eine harte Pause. Drei Wochen keine Aufnahme. Und eine Woche auch nichts hochgeladen. Ja. Jetzt sind wir wieder jeden zweiten Tag am Start auf beiden Kanälen. Wenn ihr euch darauf freut, dann drückt auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Das würde uns super freuen. Und das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao. Bleibt geil, Leute. Ciao.